Dieses Video dient dir dazu, kurz und knapp zu erklären, worauf du beim Kauf einer Zuckerwattemaschine achten solltest. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit Produktempfehlungen auf kochenmitgenuss.org. Kommen wir nun zu unserem ersten Tipp. Hier geht es um die unterschiedlichen Bauarten eurer Zuckerwattemaschine. Es gibt Zuckerwattemaschine mit Akkubetrieb, die eignet sich besonders als mobile Lösung. Dann wären da noch Zuckerwattemaschinen mit Gasbetrieb, die eignet sich für den professionellen Bereich. Und zu guter Letzt gibt es noch die Zuckerwattemaschine mit Elektrobetrieb, die eignet sich für den Privathaushalt und können ans Stromnetz angeschlossen werden. Kommen wir zu unserer nächsten, zweiten Empfehlung. Eine Zuckerwattemaschine mit Spritzschutz ist zu empfehlen, denn dadurch werden klebrige Spritzer vermieden. Glücklicherweise verfügt fast jedes Modell über so einen Spritzschutz. Tipp Nummer 3. Hier geht es um die Größe der Schale eurer Zuckerwattemaschine. Je größer die Schale, umso mehr Zuckerfäden können produziert werden. Für den Privathaushalt reicht eine Schale von ca. 20 bis 30 cm Durchmesser. Damit können kleine Zuckerwatteballen hergestellt werden. Kommen wir zu unserer nächsten, vierten Empfehlung. Hier geht es um das Zubehör eurer Zuckerwattemaschine. Die Stäbchen sind am allerwichtigsten, denn daran werden letztendlich die Zuckerfäden aufgewickelt. Und was auch noch sehr hilfreich ist, ist ein Messbecher für den Zucker. Tipp Nummer 5. Preis und Leistung spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Für den Privathaushalt bekommt man Geräte schon ab 20 Euro und für den professionellen Bereich gibt es Geräte so ab 100 Euro. Unsere nächste, sechste Empfehlung betrifft die Reinigung eurer Zuckerwattemaschine. Die ist glücklicherweise sehr simpel. Ihr könnt den Schleuderkopf einfach entnehmen und unter fließendem Wasser reinigen und wenn das nicht reicht, einfach in heißem Wasser einweichen. Mehr Infos zum Thema Zuckerwattemaschine bekommt ihr auf unserer Website kochenmitgenuss.org. Dort informieren wir auch über aktuelle Tests von verschiedenen Verbrauchermagazinen. Und falls ihr unseren YouTube-Channel abonniert, würden wir uns sehr freuen.